Die Ringe haben wir benutzt. Die Ringe, genau. Diese Ringe benutzten wir unterschiedlich. In der heutigen Einheit, die wir gesehen haben, haben wir sie genutzt, um ein Ziel festzumachen im Feld, wo ein Spieler drin steht und sich danach dann auf der nächsten Position positioniert. So kann man den Spieler fixieren, ohne dass er dann sich irgendwie von den Socken macht. Das Thema war Aufschläge, ne, bei der Übung. Genau, Aufschläge war das Thema. Ja, das heißt zielgerichtete Aufschläge zu demjenigen, der eigentlich durch den Ring gebunden ist an eine bestimmte Position. Und die Aufgabe war, ein Fuß muss drin bleiben, oder? Genau, ein Fuß muss drin bleiben und der Ball muss gefangen werden. Ja, muss gefangen werden. Und sobald er gefangen wird, kann sich dieser Spieler eine neue Position im Feld suchen? Genau, es gibt fest vorgesehene Positionen dort. Mhm. Das war sowas im Hinterfeld. Man kann es im Sechserfeld oder auch im Viererfeld, Kleinfeld machen. Man sagt dann die Position 1, 6, 5 ja. oder vorne Position 3. Ja. So sind die Aufschlagspielerinnen gefordert, genau zielorientiert aufzuschlagen, damit der in einem Kreis gefangen ist, den Ball dann auch fangen kann. Mhm. Und das lief in beide Richtungen, ne? Ja. Das heißt, es war auch eine Wettkampfsituation. Mussten die zwei Teams im Grunde gegeneinander arbeiten, schneller arbeiten? Ja, also das machen wir gerne, mit Wettkämpfen zu arbeiten, dass so ein bisschen Rivalität auch entsteht. Man schaut natürlich drüben, was da passiert. Man will natürlich besser sein als der andere. Mhm. Und wir merken dadurch, dass einfach die Konzentration auch wesentlich höher ist bei den Mädchen.